Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich heute auch über einiges, weil früher jemand gesagt hat, er ist happy über die Arbeitszeiten in den Krankenanstalten, über den 500-Euro-Bonus fürs Pflege- und Gesundheitspersonal steuerfrei. Aber ich freue mich auch über diesen Antrag, Inklusion als gleichwertiges Miteinander in unserer Gesellschaft und Arbeitswelt selbstverständlich zu werden. Das ist Ziel dieser Regierung. Und da gibt es eine Reihe von Punkten im Regierungsprogramm, die wir jetzt nach der Reihe umsetzen. Und ich glaube, Herr Kollege Rager, so weit sind wir da gar nicht auseinander. Ich weiß, wir haben ja auch in Kärnten darüber immer wieder diskutiert, aber auch du hast als Landesrat es damals nicht zu Wege gebracht, dieses Konzept so umzusetzen. Ist auch schwer. Wir brauchen den Bund, wir brauchen die Länder. Und ich glaube daher auch, dass der Vorschlag, dass man hier wirklich zusammenarbeitet, der richtige ist. Wir haben einige schon auf Schiene gebracht in dieser Regierung, unter anderem eben die dauerhafte Arbeitsunfähigkeit nicht vor dem 25. Lebensjahr festzustellen. Ganz wichtig, ein Gesamtkonzept, weil die Kollegin das vorhin angesprochen hat, da gibt es einen gemeinsamen Entschließungsantrag, soll bis zum Ende dieses Jahres stehen, wo eben auch dann ganz konkrete Maßnahmen fixiert werden, wie der Zugang zu Bildung, aber auch zum Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung sichergestellt wird. Ich halte das für sehr, sehr wichtig. Und die Einrichtung der One-Stop-Shops ist eine gute und wichtige Ergänzung. Es wurde ja schon ausgeführt, es gibt hier eine Vielzahl an Angeboten, an Förderungen, an Dienstleistungen. Und sehr oft sind die Betroffenen, aber auch die Betreuer der Betroffenen hier wirklich überfordert. Und ich glaube, so ein One-Stop-Shop sollte eben alle diese Stellen kontaktieren und auch koordinieren. Bei Hilfsmitteln, bei Heilbehelfen, bei Beratung, bei Begleitung, bei Betreuung, auch in Bezug auf die persönliche Assistenz. Und wie der Kollege Rager ja auch schon gemeint hat, ja, das soll so eine Schnittstelle auch werden zwischen dem AMS, dem Sozialministerien, Service, den Ländern und den Sozialversicherungen. Ich glaube, es ist wirklich notwendig, dass wir alle Kräfte zusammentun, um Menschen, vor allem auch junge Menschen mit Behinderung, in Arbeitsverhältnisse zu bekommen, auch im Sinne der UN-Konvention. Und wie gesagt, also ich glaube, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich möchte die Gelegenheit aber auch noch benutzen, weil ich gerade am Wort bin, auf eine weitere sehr gute Initiative hinzuweisen. Und zwar hat Ö3 einmal mehr eine Initiative gestartet und in den letzten 14 Tagen 142 offene Lehrstellen für Menschen, für junge Menschen mit Behinderung ermittelt und eingemeldet. Und ich halte das für wirklich großartig. Da sieht man, was für ein Potenzial es da gibt. Und ich denke, wir werden hier jetzt übernehmen, über das Netzwerk berufliche Assistenz, über das Sozialministerien-Service, über das AMS, aber auch über Neberbetriebsservice für Unternehmer, das koordinieren. 142 offene Lehrstellen für Menschen, für junge Menschen mit Behinderung. Ich finde das wirklich großartig. Und ich möchte an dieser Stelle allen danken, die in dem Bereich arbeiten, den vielen Vereinen, den Einzelorganisationen. Fällt mir zum Beispiel die Essel Foundation an, aber auch den vielen Firmen, die hier wirklich großartig und vorbildhaft arbeiten und Beschäftigung von Menschen mit Behinderung möglich machen. Und ja, meine Erfahrung ist die, dass gerade Menschen mit Behinderungen ganz eine besondere Fähigkeit und ganz besondere Talente haben. Und ich glaube, wir sind da am richtigen Weg, nützen wir das, gehen wir diesen Weg gemeinsam weiter. Danke auch für die breite Zustimmung für diesen Antrag. Sagt die Präsidentin des Österreichischen Hilfswerks und das seit 1997, Elisabeth Scheucher-Pichler von der ÖVP. Der Gesundheitsminister ist am Wort, Wolfgang Mückstein.